Wer zum Beispiel in Portugal oder in Paris war, der kennt Lime. Wie funktioniert das eigentlich? Das ist das Symbol, wenn man es im Play Store sucht. Lime. Zuerst muss man auf dem Handy den Standort freigeben. Dann bekommt man alle Informationen, wo man sich befindet und wo man nicht parken darf. Sehen Sie zuerst Standortdienst aktivieren, klicken Sie das an und dann kann es eigentlich losgehen. Danach erscheint der Button mit Scanne deine Fahrt. Jetzt werden alle Roller angezeigt. Die blauen Flächen sind verbotene Flächen. Dort darf man den Roller nicht abstellen. Außerdem kann man erkennen, wie voll die Batterie ist. Scannen Sie den QR-Code, genau wie auf dem Foto. Wenn der Roller entsperrt wird, gibt es einen kleinen Ton. Nun wird Folgendes angezeigt. Der Roller, ganz rechts oben, die Zeit, die Entfernung und die verbleibende Zeit bzw. die Reichweite. Am Ende der Fahrt erscheinen wieder die gleichen Daten. Zur Abrechnung erhalten Sie eine Nachricht, per E-Mail zum Beispiel. Dort erscheint der Preis. Das Guthaben kann über die Kreditkarte gekauft werden. Viel Spaß beim Fahren und folgen Sie Longua auch auf den anderen Kanälen, longua.org, Longua Travel oder Longua Languages.